Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Baldur's Gate 3 im Koop mit Lord Elismar. Hallihallo. Freunde der Sonne, wir haben unsere Armee wieder ein bisschen aufgestockt, aber ist wieder am Start. Und wir wollen jetzt mal zur Engelsgirl gehen. Die wartet bei, wie hieß er, Lantaniel oder so? Lorokan. Irgendwo da. Triff Aelin und Lorokan im Ramazitz-Turm. Achso, Elugius Feuerwerk. Vielleicht müssen wir uns da wirklich durchkämpfen. Guck mal, wir könnten eigentlich zur zentralen Unterstadtmauer. Das ist direkt da an dem Platz. So, jetzt sag mir mal, warum ich meinen vertrauten Kratzer nicht rufen darf. Ich weiß es nicht. Ein bisschen komisch. Manchmal darf ich, manchmal darf ich nicht. Ah, halt, stopp. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Hier erstmal in die Apotheke rein. Hättet ihr hier nicht so eine. Da ist die Luke. Oh, die hat auch noch eine Kiste hier, eine Holztruhe. Ja, wir haben keine Dietriche. Ja. Aber hier, Doris Beinhardt hat doch bestimmt welche. It's you. Ja, ja, das kennen wir schon. Is why the customers das wissen wir. We were out in our arses soon enough without it. Go on then. So, hat die zufälligerweise tolle Sachen. Gedanken wahrnehmen. Die hat sowas echt nicht. Erstmal, wir haben ein Problem. Das könnte ein Problem werden, Elismar. Ja. Da hilft halt keine stumpfe Gewalteinwirkung. Ja, weil du dich immer so doof anstellst beim Schlösserknacken. Ich bin Hau drauf und nicht Dieb. So, ich guck mal, ob die hier noch was haben. Easier to don some armor than learn to swing a sword. Der hat sowas auch nicht. Schade. Oh, 13 Geschick. Du kannst theoretisch genauso gut Schlösser knacken wie ich. Careful. Most of my wares can take an eye right out. Du hast gesagt, du magst es. Nee. Also, die schon mal nicht. Tja, schade, dass man die Händler auf der Karte nicht sieht. Ach, hier unten ist noch der Tunnel. Warte mal, hier unten ist der Tunnel, wo die toten Eltern sind, oder? Ist der tote Elterntunnel? Nee. Doch. Das würde ich gerne mal ausprobieren. The corpse has nothing to say. Schade. Beide nicht, tatsächlich leuchtet keiner von beiden. Hatten die Diebe nicht? Warte mal. Hafen, Zentrale, Stadtkanalisation, Unterstadtruinen. Tja, Stadtkanalisation? Da gab's doch eine Shortway hin, oder? Zu den Dieben da, oder wie? Nein, natürlich nicht. Naja, das ist das nächste, was dran wäre. Da gab es doch einen Händler bestimmt. Oder? Hier wohnen die doch. Was? Laufen, laufen, laufen. Oh, vielleicht kann ich die mal beklauen. Mal gucken, vielleicht ist ein Schlüssel dabei. Die hat Schlüssel.
Schlüssel zu Hochsicherheitsschatzkammer Nummer 7. Schlüssel und Schlüssel. Ich bin nicht sehr gut da drin. Aber theoretisch hätte sie Schlüssel. Oh, da unten ist jemand, der handeln kann. Maul, Maul, du hast doch... Ah, nee, ist es... Hatschehändchen? Nee, hier. Der hier, der klebrige Dondo. Der klebrige. I'm running the shop. You buying or selling? Ah, der hat sowas auch nicht mehr. Doch, der hat was. 8 Stück davon. Dieses Werkzeug. Und 3-mal Fallen entschärfen. Feuerige Rückkehr. Wenn du mit einem Zauberhörer gerade das Feuerstein bewirkst, brennst du selbst. Achso, nee, das wollten wir nicht. Ja, ich erinnere mich. Das ist Gates alter Stab. Er hat irgendwas Besseres bekommen. Er hat den legendären Stab. So, jetzt wieder zurück zu Elisma. Der ist zentrale Unterstadtmauer, glaube ich, ist das. War das hier? Ja. Elisma, bist du bereit? Steht er schon bereit an der Luke? Bereit, wozu? Die Luke zu öffnen. Nö. Warum denn nicht? Das kannst du ja machen. Du bist doch der Schlossmann. Nee, du hast genauso viel Geschick wie ich. Warum bist du denn jetzt so? Weil dich beschwert hast, dass es nie funktioniert. Ja, ja. So, du kriegst jetzt hier noch einen Finger rein. 7 Punkte ist nicht erreichbar. Krieg ich da auch in die letzte Ecke, krieg ich da rein. So. Jetzt. Attacke. Ja, hervorragend. Gucke, wie du es kannst. Nur eine 23. Da siehst du. Rein geht's. Was hier krass ist los? Was gibt's hier? Hallo? These boots have seen everything. Eine Nachricht, ein Hebel? Nachricht. Arbeite an Tränken, verschwindet. Okay, Hebel. Ach, du grüne Neuner. Jetzt haben wir hier Schriftrolle Eissturm, Gold und Schlüssel zu Kontor Tresor Nummer 3. Okay. Wo gibt es diese Kontor Tresore? Es gab irgendwo war eine Rede von der Bank. Da ist auch der Steinfürst. Was machen die denn da? Oh, ihr ähnlichen. Holzkerze. Im Pilzland. Verehrte Frau Beinhemd, nach der Untersuchung eures Mannes scheint es klar zu sein, dass er an einer Degeneration der kognitiven Fähigkeiten leidet, die mit dem Edelzeltpilz und Barneba. Was passiert denn hier? Sind das komische Pilze? Ja, wenn ich die Gruppe hätte umbringen wollen, dann hätte ich das auch alleine gekonnt. Ich habe bei euch drüben gar nichts gemacht. So, da euer Geschäft beeinträchtigten Handel mit diesen Pilzen betreibt, gehe ich davon aus, dass euer Gatte bald geheilt sein wird. Herzlichen Glückwunsch zu diesen erfreulichen Nachrichten, Dr. Haggerty. So, was mache ich jetzt hier mit dem Trank? Das ist doch in Nissa eher. Das hier kann in meinen Spruchbeutel liegen. Das hier kann an den Schlüsselbund. Das immer alles manuell machen muss, ist ein bisschen nervig. Alchemiebeutel. Was hier mit diesen blöden Pilzen? Mach's doch weg. Hier. Zack. Ich hab kein Feuer. Was Eis. Ja, und der Nebel ist explosiv, schon vergessen. Ja, der Nebel löst sich auf. Aber die Pilze machen immer wieder neuen Nebel. Also macht man einfach die Pilze kaputt und das geht auch mit Eis. Zack. So. Was gibt's jetzt hier noch?
exakte das Gesetz der drei. Aha, okay, ja. Okay, das lese ich jetzt nicht. Ein Kristall, eine Sistille. Was war da drin? Krasse Sachen? Nichts. Wie nichts? Nichts? Das glaubt dir keiner. Da kam nichts raus. Wermut, Gewebemoos. I'll strike you down. Ignis! Ignis! Balens als eine mystische Notiz. Na dann, zeige mal. Wie soll ich diesen verdammten Trank richtig hinkriegen, wenn David ständig herumpoltert? Die verdammte Kuh fegt, als würde sie darauf dafür bezahlt, mich kirre zu machen. Vielleicht Wermut, vielleicht Knollenblätterpilz. Muss Davis auf die Jagd schicken. Ein weiterer Fehlschlag und die Miete ist fällig. Ich sollte sie auf die Straße schicken. Okay. Ja, das war ja krass hier, oder? Toll. Schön, haben wir. Die ist aber auch strunzdumm, ne? Warum springen die denn da jetzt alle runter? Was denn mit Schattenherz jetzt? Warum will die jetzt reden? Was ist denn jetzt mit ihr? Weiß ich nicht. Almost pleasant traveling with company. If you ignore all the less pleasant aspects. Hey, sie will gar nichts. Einbildung. Schiebt irgendwelche Filme. Ja. Naja, sie hat auch ein schweres Trauma durch. Ja, sie wurde als Kind, sie hat rausgefunden, dass sie als Kind entführt wurde von der Göttin, an die sie geglaubt hat. Gibt Schlimmeres, soll ich nicht so anstellen. So, dann gehen wir jetzt hier zu dem Engelsboy, zur Engelsgirl, die den Boy tötet. Das kann doch überhaupt nicht schief laufen, ne? Wie meinst du das denn? Na, der hatte doch hier seinen Heiligen Kreis. Seit wann steht der hier unten? Der hier, der lila Mann? Ja. Welcome, dear patron, to Sorceress Sundries. I am an unperson in service of the revered wizard Lerokan, proprietor of this fine establishment. To browse our wares, say trade. To provide information about the Night Song, say Night Song. If you are a city official here to collect dues, say taxes. For all other inquiries, say other. Steuern. Handeln. Enjoy our unmatched selection. Du hättest Steuern sagen müssen, hätte uns bestimmt Geld gegeben. Okay, er hat ganz viele Zaubersprüche, ansonsten eigentlich. Was ist das? Oh, vielleicht zu Stein? Ich hätte es gerne andersrum. Ich habe Zeug zum Verkaufen. Ja, okay. Was ist da eine Krabbe? Was, meine Krabbe? Das ist eine Krabbe, da läuft eine Krabbe rum. Okay. Hä, war ja nicht mal dieser Typ, den wir kannten? Stand der nicht am Empfang eigentlich? Der Tiefling-Typ? Weiß ich nicht. Ich dachte eigentlich. Please come again. Welcome back to Sorceress Sundries. Steuern. You are not Mr. Marvin Hud, the collections officer assigned to this establishment. Ich kann ihn überzeugen. 7, 7.
Kerl wohl in der Adresse gehört. Glaub mir, in meinen Händen sind eure Steuergelder besser aufgehoben. Erklärt ihr den Marvin Hutt nicht, wenn ihr ihn seht. Ja, den Geld, sonst schlage ich euch den Kopf ein. Ich überzeuge ihn. Damit bin ich gut. 20 muss ich würfeln. Bin ich inspiriert? Kann ich inspiriert sein? Ja. Oh, das war gut. Logic detected. Petition approved. Enjoy. How else can I help you today? Nochmal. Sonstiges. To learn more about the search for the Night Song, say Night Song. To learn more about Master Leroican, say Leroican. To learn more about my good self, say Projection. Nö, ich glaube, das brauchen wir alles nicht, oder? Was mit dieser Krabbe los? Wo ist die jetzt? Da hinten läuft so eine beschwörte Krabbe rum. Jetzt ein Frosch. Mit dem kann ich leider nicht sprechen. Ist doch nur beschworen. So. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Das war das grüne Portal, oder? War das das hier? Ich glaube, das war das hier. The Night Song is an ancient potion that allows its drinker to become irresistibly attractive to man and god alike. Nein. The Night Song is a priceless ruby from a realm beyond our own. The Night Song is an immortal being, hier, das the child blaue of links. A deity. Und los. Oh, der ist jetzt hier. What have we here? A magician in a tower, hiding away from the frightening world. What are you so scared of, Magus? Not the Night Song, surely? Why, she's nothing but a relic to be purchased and pursued. My God. The Night Song is a person. By my honor, it's you. My dear, I thought you were. You will address me with due deference. I am Dame Aelin, and you are a whelp without honor, without pride, with nothing but a tower full of trinkets. Oh, my apologies, Dame Aelin. I meant no disrespect. I asked our mutual friend here to make an introduction that I might get to meet the famed daughter of Saluna. Forgive me for that impudence. Perhaps our friend can bridge the gap and do what I believe they came here to do? Willkommen um Häuser in Loakan. Nur zum Zusehen hier. Macht das nicht unnötig schwer. Aelin, fügt euch. Wir hätten dich auf. My steel-hearted friend speaks true. Give me one good reason, Magus, why I should not strike you down where you stand. Dame Aelin, I have discovered a device that would allow your immortality to be shared. It would cause you no harm, no pain of any kind. You serve your mother, Saluna, I believe. She who has blessed our realm with so many gifts. Honor her by sharing yours. You dare to threaten me with the same magic that held me in torment for 100 years? You do not seek to share my gifts. You seek to poach them. I had hoped to appeal to your better nature. Perhaps I overestimated you. No bother. I have an arsenal of implements capable of convincing you to see reason. In meinen kleinen Fingern steckt mehr Magie als in diesem ganzen Turm. Ihr könnt uns nicht beide aufhalten. Das stimmt wohl.
Ihr könnt die Unsterbliche haben, Lorokan, gegen eine angemessene Belohnung? Nein. Macht das nicht unmöglich. Ja. A pity you didn't prove a more reliable ally. You could have reaped the rewards of my good favor. I'd hoped you to keep an open mind, but it seems you're determined to make this as difficult as possible. Boy, at the ready. Once I've taken control of the Asimar, she must go directly into the caging runes. My magic is yours to command, Master Leroican. Simply say the word. I have great plans for you, Dame Aelin. And if you will not go quietly, then you'll go kicking and screaming. Magicians and their plans for Dame Aelin. Predictable, sadistic, flaccid. Myrmidons! Imperatum! Ja, damit haben wir ja gerechnet. Gut, dass wir schon im Drachenland gegen 20 Stück von denen gekämpft haben. Toll, ich komm nicht hoch. Was ist das für ein Betrug? Mhm. Ich komm nicht hoch. So 90, die haben 127. Das ist jetzt natürlich sehr praktisch. Mhm. Ja, lass dir Zeit, ist ja kein Ding. Nee, geht nicht, das Portal ist einfach weg. Ist einfach weg? Naja. Kann nicht immer alles haben. Was ist er denn eigentlich? Miklau. Okay, den können wir auf jeden Fall aus dem Leben nehmen. Ist er hier? 53 Kränk. Wassermyrmidon, Luftmyrmidon, die sind beide auf jeden Fall dran. Dann der Erdmyrmidon. Naja, dann machen wir das so. Dann nehmen wir den gleich mit aus dem Gefecht hier. Den kriegen wir leider nicht mit drauf. Hm, Klingenbarriere, wie funktioniert das? Das ist ja mal wieder richtig toll gelöst. Ansteckung. Oh. Kann doch jemand herbeirufen. Ich mache erstmal das hier. Dann nehmen wir auf jeden Fall schon mal mindestens einen aus dem Spiel. So. Alter, Gott, wie viel Damage hat er gemacht? Oh, keine elementare Antwort. Wenn du Schaden erleidest, kannst du zurückschlagen und bei deinem Angriff Elementarschaden für jeden Myrmidon bewirken, der aktuell abgeschöpft wird. What? Blitz, Gift, Feuer und Kälte. Wer ist denn Gift? Blitz, Gift, Feuer und Kälte. Wasser? Der erbt das bestimmt. Okay, das heißt, die Myrmidonen müssen zuerst dran glauben. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja. Oh, die hat aber richtig einen auf die Fresse gekriegt. Okay, also die Myrmidon zuerst, bevor er hier dran glauben muss. Das ist natürlich nicht ganz so cool, aber ist okay. Schade, dass alles mal nicht da ist. Ja. Paulenz.
Ja, ich wäre sehr gern da, aber da haben die Entwickler mal wieder mitgedacht. Das ist voll, das ist so frech. Das ist so frech. Ja gut, das war's dann mit allen Begleitern. Und ich hab... ja gut, dadurch, dass die jetzt alle explodiert sind, habe ich jedes Mal nekrotischen Schaden dafür bekommen. Das ist vielleicht nicht so gut. Ja, okay, ich sterbe. Ich glaube, das werden wir laden müssen. Weil das werde ich so nicht schaffen. Jetzt selber auch nur 85 Leben, ne? Ja, okay, das war's mit mir. Ja. Soll ich es abkürzen? Ich kürze es ab, ja? Ja. Was anderes bleibt uns eigentlich nicht übrig. Das war auch total doof, dass diese, Ghule alle mit mir auf einem Haufen standen, weil der erste ist gestorben, dadurch sind alle anderen auch gestorben und jedes Mal, wenn die sterben, gibt es eine Explosion von nekrotischer Schaden. Also das war... ist nicht ganz so cool. So, wie machen wir das jetzt? Du bist ja im Spiel. Ich entferne kurz die Zugriffskontrolle auf die Charaktere und packe die alle in meine Gruppe. Dann gehe ich durch das Portal, dann müsste ja meine komplette Gruppe nachgezogen werden und dann weise ich dir die wieder zu, oder? Ja, ich glaube auch, dass das die einzige Möglichkeit ist. Weil ich hab tatsächlich eine Sekunde nach dir drauf gedrückt, aber es hat nicht mehr funktioniert bei mir. Okay. Drück. Zack. Aha, Feuermyrmidon und dann der Luftmyrmidon gleich als nächstes. Das heißt, das war es jetzt wahrscheinlich wieder mit allem hier, weil der wird jetzt hier reinpinksen. Der fliegt. Okay, damit kann ich leben. Der Wassermyrmidon darf nicht als nächstes dran sein. So, dann gucken wir mehr Spieler, Spieler einladen. Lord Esma. Dann habe ich den Anzeigebug. Zack, zack. So, anwenden. Passt, ja? So, ja, ich bin da. So, sehr schön. Ich habe immer noch das kleine Problem, dass als nächstes der Wassermyrmidon dran ist. Und wenn der dran ist, dann feuert der hier einmal rein und alle Ghule sterben und die explodieren alle und dann sind wir alle tot. Das heißt, wir müssten uns jetzt was einfallen lassen. Ja, irgendwie bin ich kein Fan mehr von den Ghulen. Den werde ich aber auch nicht töten können, fürchte ich. Oh, vielleicht haben wir hier etwas, das lähmen kann oder sowas. Telekinese. Tierfreundschaft. Das deckt er wieder nicht, warum auch immer. Können wir irgendwie...
Wenn die sich fürchten, sind die nicht dran, ne? Ja, kann sein. Variante auswählen, ja. Du musst mich aber auch lassen, eine Variante auszuwählen. Ach, Mann. Ist das jetzt auch wieder verbuggt? Ja, er lässt mich nicht... Er lässt mich... Okay. Es wäre ja auch einfach, wenn es einfach wäre, wa? So, was ist, wenn ich das jetzt drücke? Dann lässt es mich das machen. Okay, krank. Panisch. Einschlafen. Bei Panik. Kann keine sonstige Aktion ausführen. Wassermyrmidon. Furchtsam. Okay. Der fürchtet sich. 10 Züge lang. Das ist gut. So, wo steht denn Schattengirl? Ach, da. Käme die da raus an sich? Ja. Ja, okay. Ja. Have to keep going. So, das heißt, der darf jetzt nicht dran sein. Ja, sehr schön. So, die kommen nicht so weit, weil wir alle im Weg stehen. Ah, die springen und rennen und verteilen sich. So, jetzt ist Krenk dran und dann ist Lorokan dran. Aha. Ja, ja, kann ich mit leben. Mhm. Feuerball. Oder? Ah, er schießt. Nee, er macht gleich eine Todeswolke auf uns. Blitz auf Elismar. Das ist schlecht. Genau, das meine ich. Ist halt so assig, dass du auf eine Position teleportiert wirst, weißt du? Alle stehen auf der gleichen Position, also es ist unschön einfach geregelt, oder? Ja, irgendwie schon so, ne? So, kannst du den Luftmyrmidon vor uns entmyrmidonisieren? Ich muss erstmal meine Möglichkeiten hier... Ja. Okay, jetzt erstmal hier sowas. Den Luftmyrmidon hättest du gerne. Ja. Was weg ist, ist weg. Sehr schön. Und dann gehe ich aus dem Klumpen hier raus, irgendwo anders hin. Geh mal mehr Richtung, bitte. So, wie clever sind die denn? Intelligenz 9. Oh, Verteidigung. Wie schlau ist er hier? Oh, er ist ziemlich schlau. Dann ist der dran. Weg mit ihm erstmal. Er stellt sich in die Mitte und macht eine heilende Welle oder sowas. Kann die sowas? Weiß ich nicht, ob die sowas kann. Ah, die ist irgendwie dran und auch nicht dran. Ach, die ist betäubt, die kann gar nichts. Aha. Ist okay für mich. Tormentor. 22. Warum bin ich jetzt benommen? Der mag das.
Ja. Mhm. Ich habe ja so einen tollen Zauber, der Resistenzen ignoriert. Wassermyrmidon hat Resistenz gegen Säure. Der Erdmyrmidon hat Resistenz gar nicht gegen Gift. Und Feuer hat nur gegen Feuer. Todeskreis. Ah, das war der Kreis, der dann um einen herum entsteht. Oh, der ist aber riesig. Da müssen aber ganz schön viel Platz drumherum sein. Das muss man sich mal vormerken. Also das Kettenblitz ginge auch. Ich könnte aber auch Blitz herbeirufen. Der nimmt aber nicht so viel. Ich nehme den Eissturm, ja. Wie viel macht der? 6 bis 40. Ich könnte eine Stufe höher gehen. Aber ich würde... Ich nehme den Eissturm. Attacke. Okay. Da möchte ich erhöhte Position wahrscheinlich haben. Und außer Sicht vom ersten Mal. Ja, so wollen wir es. Okay. Aha. Okay. Oh, die kriegt aber auch Damage, ne? Ja. Okay, die hat... Oh nein! Oh, komm schon, Baby. Ui. Treffe ich damit Inissa? Ja. Ich würde eine volle Heilung reinballern, ja? Ja. Aber eine richtig volle. 7 bis 19, ja, okay. Aber dafür alle wenigstens. Bis auf mich natürlich, weil vielleicht kann ich noch ein paar Schritte laufen. Oh, ich fall bestimmt hin in dem Schlamm. Ich lasse es. Was ist das eigentlich? 70 Heilung. Ich mache alle. Alle voll komplett. Eine, die man berühren kann. Warum kann ich das denn noch machen? Hat mich das jetzt nicht mehr eine Aktion gekostet? Nee. Das ist eine Bonusaktion. Mega. Okay, ein Schlachtplan? Wer ist als nächstes dran? Der Wassermyrmidon ist als nächstes dran. Ich würde gerne den... Ich glaube, ich saug den... Wie heißt der? Lorokan ab. Wie, den saugst du ab? Ich kann sein Intellekt absorbieren und dann heile ich mich an dem. Ja, aber wenn ihm das Schaden macht, dann kriegst du von jedem Myrmidon, der noch im Spiel ist, Schaden, ja? Das hast du mitbekommen. Ich weiß, da steht nicht, dass es Damage macht. Da steht nur, es heilt mich. Da steht heilen. Da steht nicht, dass er Damage kriegt. Ja, und warum muss es dann der Lorokan sein? Weil er viel Intellekt hat. Aber eigentlich ist es egal, glaube ich. Ich kann auch einen von den Myrmidonen nehmen. Also ich wäre für Damage auf jeden Fall. Tja, wie kriege ich jetzt hier am besten noch ein bisschen Damage gedrückt auf die beiden? Das ginge. Ja, das ist die beste Variante. Ja.
mal gucken, was er jetzt vorhat. Uiuiui. Jetzt zwingen die wenigstens in den Nahkampf. So, er ist böse. Was ist gerade passiert? Ja, da kam ein Feuerball. Nee, warum wurde ich geheilt? Weil... So, er ist mal getroffen. Eisfläche hat sich in Wasser verwandelt. Der Tod ist nah. Wurde um 9 Punkte geheilt. Weil... Inessa tot war, glaube ich. Muss ja hier im Loch stehen. Inessa wurde geheilt. Hat den Zustand sterbend verloren. Hat die nicht irgendwas, was dafür sorgt, dass wenn sie dem Tode nahe ist, dass dann... Was hat die doch? Wenn die dem Tode nahe ist, dann stirbt die nicht irgendwas. Hm. Ah, hier, ihre Handschuhe erhält... Nee, was? Ja doch, erhält sie den Effekt von Todesschutz. Ja, also du, wenn ich wiederbelebe, wenn du eine Kreatur wiederbelebst, erhält sie den Effekt von Todesschutz. Nee, aber ich habe ja niemanden wiederbelebt. Nee, sie hatte irgendwo was. Naja. Ist leider aus dem Loch auch nicht raus. Das Blut von Latanda. Wenn deine Trefferpunkte auf 0 verringert werden, kriegt sie 2 bis 12 Trefferpunkte zurück. Wo ist denn das? Auf der Waffe. Latandas Segen war das. Ah, okay. Deshalb auch die Heilwelle. 0 für 1 bis 6 Punkte. Ja, sehr gut. Das funktioniert aber nur bis zu langen Rast wahrscheinlich. Ja, einmal pro lange Rast. Okay. So. Das hat sie auch noch nie aktiviert bisher. Ja, und vorher hat sie nicht so doll aufs Nütchen bekommen. Also, Wolan hat nur noch einen Lebenspunkt. Den könnte man sehr leicht aus dem Gefecht nehmen. Dann kann er nicht mehr zaubern. Alles andere müsste auf den Erdmyrmidon gehen, weil der ist als nächstes dran. Wenn wir den aus dem Spiel nehmen, wäre das auch toll. Beziehungsweise den Feuermyrmidon. Das war's mit ihm. Ach, ich bin auch noch dran. Okay, nice. Und jetzt bist du dran. Ja, mit dazu. So, ist die Frage, wie euch ist. Sechs bis 60 könnte ich machen. Kettenblitz. Der macht 10 bis 80 auf alle Gegner, die dann in Reichweite sind. Da ist aber die Gefahr, dass ich Lorokan treffe. Weil ich das nicht steuern kann. Könnte 8 bis 64. Sind wir da 10 bis 80. Und den kann ich spielen, oder? Ja. Sie ist zu weit entfernt. Sie ist außer Sicht. Ist zu weit entfernt, da komme ich nicht dran. Ja, erzähl mal. Ich kann auch noch draufhauen. Ja? Also auf an den komme ich nicht dran. Oder Erd. Den sehe ich nicht. Ja, also Inessa kann eigentlich eh nur auf den Feuer gehen. Ja, dann soll die das erstmal machen, dann ist der schon mal raus. Im Bestfall. Ah, 11. Oh. 11 noch? Schade. Ja, toll.
Kriegen wir den noch einmal gedrückt? Ich kann dem theoretisch noch eine drücken, ja. Ja. Das war's mit ihm, sehr schön. Und der Rest auf den Erdmyrmidonen, wahrscheinlich. Ich kann da jetzt noch hinrennen, aber die Frage ist, willst du zuerst irgendwas zaubern? Nee, will ich nicht. Mehr ist nicht, ne? Nö. Kannst du dich noch bewegen? Hier so ein Stück darüber? Näher zu Schattenherz oder was? Ja. Ja, sehr gut. So. Also mit dem komme ich nicht dran. Ich könnte... Wie viel hat er jetzt? 100. Wie viel hat der? 63. Ich könnte alles auf eine Karte setzen und sagen, ich mache den Kettenblitz auf den Wassermyrmidon. Wenn ich über 63 komme, ist der tot. Dann würde der Kettenblitz wahrscheinlich bis aufs nächste Ziel gehen. Das wäre der Erdmyrmidon, den werde ich nicht killen können. Und dann würde Lorokan auch noch was abkriegen. 10 bis 80. Aber ich würde dann von den Myrmidonen, die noch im Spiel sind, auch eine abkriegen. Ja, so zwei oder einer. Hängt von deinem Würfelglück ab. Ich kann aber vorher noch einen Trank der mächtigen Heilung nehmen. Hab ich noch was Mächtigeres? Nee, wa? Dann nehme ich den. Zack. Okay, Würfelglück, ja? Ich speichere vorher. Das könnte ich machen, das ginge. Attacke. Mann, jetzt kommt hier so eine Einblendung. Oh, Lorokan hat es nicht getroffen. Ja, das ist schön. Oh, der Weg ist bestimmt unterbrochen. 23 leider. Hat er noch. War nicht der beste Würfelglück. Na gut, dann er. Mhm. Okay, das war richtig gut. Macht sie den auch noch weg? Nein. Schattengirl. 23. Sie würde nicht rankommen. Warum kann die so wenig laufen eigentlich? Weil die im Schlamm steht. Ja gut, muss sie wissen. Mal denken, das Geschoss. Oh ja, genau, er überlebt mit einem Lebenspunkt. Das ist doch verarscht, ist das doch, oder? Das passiert immer wieder. Ja, der Ghoul macht den jetzt fertig. Ja, wenn er auf den draufhaut, ja. Da ist ja nur noch der. Du weißt doch, wie die sind. Die laufen zu Lorokan bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Was ist denn mit mir eigentlich? Ich bin so verschwommen. Warum bin ich so verlagert? Ach so, weil du irgendwas aktiviert hast. Du hast verlagert aktiviert. Ja, aber warum? Naja, müsst ihr wissen. Verringert jeden Schaden um 2 und fügt dem Angreifer 1 bis 4 nekrotischer Schaden zu. Ja, nice. So, mach weg. Danke. Perfekt. Spiegelbilder. Das würde ich nicht mehr retten, Schatz. Der wird mich stoßen. Er wollte sich in den Abgrund stoßen. Göttlicher Schlag, Gift! Das denken wir ungünstig. Okay. Spiegelbilder. Komme ich bis da dran? Ja, würde ich reinkommen. Ja, mach du mal zuerst. Okay. Was hältst du davon? Das ist völlig gut.
Leroican. You who would see me caged. You who would purchase my submission with profane gold. Let every wicked Magus, every vile murderer, each slaver and misery merchant see. Dame Aelin is watching. She is indomitable. And when her face lights the shadows of your wrongdoing, you are broken by its beauty. Ich dachte, sie schmeißt ihn runter. Ich finde, sie ist ein bisschen krass drauf auch immer, ne? Also. Okay. Ja. Normal. Was ist mit dir jetzt? So, looten. Myrmidon. Die haben alle nichts dabei. Ja, ich kann das mit mir nicht öffnen. Okay. Roland? Oh, oh, der hat magische Rüstung dabei. Rüstung des Landfalls. Hoher Zauber. Hohes Zauberwirken. Du hast einen Bonus auf plus 1 auf Zauber. Schwierigkeitsgrad. Regeneration im grünen Bett. Wenn du deinen Zug auf eine Pflanzenwachstum-Oberfläche oder Rankenoberfläche beginnst, gewinnst du Trefferpunkte zurück. Das kennen wir schon. Dann hat er noch Weste der Seelenverjüngung. Verjüngung des Herausforderers. Wann immer der Träger einen Rettungswurf gegen einen Zauber besteht, gewinnt er 1 bis 4 Trefferpunkte zurück. Ist normale Kleidung, eigentlich auch ganz cool. Der Träger kann eine Reaktion verwenden, um einen waffenlosen Schlag gegen einen Angreifer auszuführen, dessen Angriff scheitert. Und ein Hut. Charisma plus 2. Nett. Ich glaube, für uns jetzt gerade nicht mehr so spannend, aber an sich nett. Hast du den Myrmidon vergessen? Ich hab mir nichts dabei. Na und? Und hier Lorokan, was mit ihm? Der hat auch den krassen Shit jetzt, oder? Spiegelbilder. Zuflucht von Atkatalala. Atakadalas Verzweiflung. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf deinen Zauberrettungswurf, Schwierigkeitsgrad und Zauberangriffswürfe. Der hat ja richtig Shit dabei. So, Dame Aelin, was ist los hier? The Firehead Fool is dead. Yet as I stare upon his corpse, I feel sadness. Why? Trauer, welche Art? Vielleicht hat das Niederstrecken seinen Reiz verloren. Ja, das ist ein bisschen krass drauf. Wenn ihr ihn nicht erneut töten könnt? Trauer, welche Art? A gripping in the chest. As though I'd lost someone. Something. Paladin's fatigue, no doubt. You were excellent in battle. As is your way. And I am proud to fight at your side. I will catch my breath. Then to camp, I will bring my bones. Moon Maiden be with you. Ja, tatsächlich war sie nicht so krass im Kampf, ne? Also. Ja, doch, die hat den Mondstrahl auf sich gemacht. Wahnsinn, wäre sie nicht da gewesen, wäre sie tot gewesen. Ja, natürlich. Wir sind ja auch die krassesten. Ja, tatsächlich. Hier ist noch ein verzierter Brief. Meins, nehme ich mit. Lorokan, ich antworte aus Respekt von meinem Ratgeber Balthasar, der euch für einen loyalen Verbündeten im anstehenden Kampf hält. Wie ich höre, wünscht ihr Informationen zum Seelenkäfig, der das Nachtlied an mich bindet. Einzelheiten kann und werde ich nicht preisgeben, doch die Magie selbst ist nekromantischer Natur und wurde von meinem besagten Ratgeber entworfen. Ich hoffe, eure Neugier damit befriedigt zu haben. Inner the Classic Storm. Toll. Sind wir schon. Okay, alles mal, ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Folge ist schon wieder vorbei. Das ist schon wieder vorbei. Und wir können eigentlich schon wieder eine lange Rast machen, gefühlt. Ja, sollten wir vielleicht auch tun. Eine kurze auf jeden Fall. Naja, ich. Ja, Zauberplätze. What now? Hast du so viel verbraucht schon wieder? Na, die starken auf jeden Fall. Freunde Sonne, das war's mit dieser Folge. Wir bedanken uns wie immer fürs Zusehen. Kommt gut nach Hause, macht kein Blödsinn, schreibt uns Grüße, erkennt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Be cute, have fun. Bis dahin, noch Nacht. Kuss, Kuss, liebe Liebe. Nacht, Kuss, Liebe, Liebe.